Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Cekos Backstube. Ich war neulich mal in Amsterdam und habe dabei verschiedenen Bäckern einiges gesehen, was ich mal gerne nachmachen würde. Wir machen heute Oliebollen. Das ist so ähnlich wie Feuerspatzen oder Quarkbällchen. Wir benötigen hierzu etwas Zucker, Salz, Milch, das Mehl, zwei Eier, Hefe, Butter, ein paar Rosinen für innen rein, etwas Rum zum Verfeinern und Puderzucker für obendrauf. Wie das funktioniert, schauen wir uns nun auch gleich mal an. Wir werden hierzu am Anfang mal die Rosinen etwas einweichen. Ich habe die hier mal an eine Tasse gegeben und hier geben wir nun mal einen Schuss Rum hinein. Das ist ungefähr ein Schnapsglas voll und die Rosinen können nun etwas durchziehen. Den Rest füllen wir noch mit etwas Wasser auf, damit diese komplett bedeckt sind. Ich habe hier mal nun etwas Wasser rein. Die Rosinen sind nun alle drunter und können etwas einweichen. Man kann das hier ruhig ein paar Stunden stehen lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch über Nacht machen. Wir haben hier nun mal unsere Milch, unsere Hefe und den Zucker. Wir geben etwas von dem Zucker in die Milch. Ein bisschen reicht hier. Und nun bröseln wir die Hefe hinein, damit diese schon mal Zeit hat, sich aufzulösen. Die Milch sollte hier lauwarm sein, damit das Ganze etwas schneller geht und die Hefe das Arbeiten beginnt. Und wenn sie dann das Blubbern anfängt, machen wir weiter mit dem restlichen Teig. Die Hefe blubbert hier nun schon etwas auf. Das heißt, wir können die Zutaten jetzt zusammenmixen. Wir beginnen hier mal mit dem Mehl. Anschließend den Zucker, eine Prise Salz, die Butter, die zwei Eier und hier die Rosinen. Die Flüssigkeit gieße ich noch schnell etwas ab und gebe sie nun ebenfalls hinein. Nun kommt noch die Milch mit der Hefe und das Ganze lassen wir jetzt verkneten. Ich mache das hier in der Küchenmaschine, ihr könnt das natürlich aber auch mit dem Handrührgerät machen oder zur Not auch mit der Hand mixen. So geht es halt immer etwas einfacher. Das Ganze knetet nun, bis sich ein gleichmäßiger Teig ergeben hat. Der Teig hat hier nun gut durchgeknetet. Wir kratzen ihn nun noch etwas vom Haken und lassen ihn anschließend etwas gehen. Ich werde ihn hierzu mal mit einem Tuch abdecken. Wir decken ihn nun ab und warten dann noch eine Stunde, bis er sich etwas vergrößert hat. Wir werden uns nun mal ans Frittieren unserer Oliebollen machen, beziehungsweise Oliebollen heißt es glaube ich. Ich habe hier mal den Teig, er ist etwas aufgegangen, man sieht das ganz schön und werde diesen nun frittieren. Ich habe hierzu mal einen Eiskugelmacher, gebe diesen kurz in die Fritteuse, dass er heiß wird. Und nun werde ich für Teigklumpen daraus machen. Diese lassen sich nun relativ schön lösen. Der war fast schon etwas groß, ich nehme also jetzt etwas weniger. Und gebe so nun nach und nach alle Ballen hinein. Ich werde diese dann hier auf einen Zeber geben, um sie abtropfen zu lassen. Und nun lasse ich sie mal 2 bis 3 Minuten von jeder Seite frittieren, bei ungefähr 180 Grad. Sie haben nun 2 Minuten frittiert, ich werde sie mal wenden. Man sieht, sie haben eine schön goldbraune Farbe, genau richtig. Nun das gleiche Spiel nochmal von der anderen Seite und dann können wir sie abtropfen lassen. Die Kugeln sind nun fertig, beziehungsweise die Bällchen sind nun fertig. Man sieht, sie sind von beiden Seiten schön braun. Ich werde sie nun entnehmen, lasse sie abtropfen, anschließend abkühlen und dann werden wir uns beim Verfeinern wiedersehen, wenn alle frittiert sind. Es ist nun alles ausgekühlt. Ich habe das hier auch gleich mehr auf einen Teller gegeben. Nun geben wir noch etwas Puderzucker darüber und dann sind wir auch schon fertig. Das war's dann auch schon wieder heute hier von unseren Oliebollen. Man sieht, sie sind ganz schön geworden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sie hier gerne nachbacken. Das Rezept gibt es immer auf meiner Homepage und ist in der Infobox verlinkt. Nun könnt ihr gerne noch ein Abo oder einen Daumen da lassen und dann bis zum nächsten Mal.